Hey, Joshua, habt ihr das mitbekommen? Letztens, wie das Piratenschiff gesichtet wurde und unser Captain einfach die Wende gemacht hat und den Mr. Crawford einfach stehen gelassen hat. Stehen gelassen? Ja, nee, du. Abgefrühstückt hat er den wohl. So richtig. Wenn du das sagst, aber hätte man den Piratenpott nicht eigentlich verfolgen müssen? Königlicher Befehl und so? So wie der Mr. Crawford das vorhatte? Hör lieber auf, du Mist, für euch zu quatschen. Auf den Kapitän lasse ich nichts kommen. Der weiß, was er tut. Erstklassiger Kommandant, das sage ich dir. Und da bin ich mir sicher. Ich bin schon mit dem Captain gefahren, da dachtest du noch ein Paar-Steak, das wäre was zum Essen. Ich muss los. Ah ja, dann mach dich fort. Aber im Ernst, ich kenne den Lindsay ja nicht besonders, aber naja, ist der immer so seltsam? Ich weiß nicht, aber ich habe so ein ganz murmelmisches Gefühl. Vielleicht sollte der Captain vielleicht ein bisschen mehr auf seinen Ersten hören. Du meinst Crawford? Ich weiß nicht, der scheint ein harter Hund zu sein. Versteht keinen Spaß. Also denke ich. Und besonders nett scheint er mir auch nicht zu sein. Ich sag dir mal was, Eddie. Ich bin mit Mr. Crawford als ersten Offizier schon auf der Defense gefahren. Der Mann ist vielleicht kein Sonnenschein, aber er ist gerecht und er macht seine Sache gut. Der trödelt nicht rum oder dreht Däumchen. Und nett muss der Captain auch nicht sein. Der muss sein Schiff im Griff haben und seinen Auftrag gut machen. Wow, wow, der Crawford ist immer noch Lieutenant und nicht Captain. Ja, das habe ich auch niemals nicht gesagt. Ja, jetzt lass auch mal gut sein. Was die feinen Gentlemen da oben auf dem Achterdeck treiben, das sollen die mal schön unter sich ausmachen. Ich halte mich da raus. Komm, Schorsche müssen. Aber warum erzählst du sowas, Thompson? Was willst du denn? Red mal Tacheles. Tja, der Bootsmann Hilfe hat mir erzählt, dass der Mr. Crawford mit ihm geredet hat und dass er sich nicht so sicher ist, ob der Lindsay das Schiff noch führen kann. Vielleicht sympathisiert er ja sogar mit den Piraten. Und was soll das jetzt heißen? Tja, das bedeutet, dass du vielleicht eines Tages aufwachst und der Lindsay nicht mehr der Captain ist. Sondern Crawford. Wer weiß. Dylan, Dylan, ganz viele Delfine, ganz viele Delfine. Heimweh? Ja, und mir ist auch dauernd schlecht. Ist hier alles in Ordnung? Ja, Sir. Entrez. Ah, Matthew. Was gibt es denn? Sir, darf ich freisprechen? Tun Sie sich keinen Zwang an, Mr. Chance. Ich weiß nicht recht, wie ich es formulieren soll. Vielleicht ist es nur eine Banalität. Aber auch irgendwie immens wichtig. Kommen Sie zum Punkt, Mr. Chance. Sir, warum gaben Sie vor Nassau nicht den Befehl, das feindliche Piratenschiff zu verfolgen? Ich denke, ich muss meine strategische Entscheidung nicht vor Ihnen rechtfertigen, Mr. Chance. Sir, nein, Sir. Ich sag ja nur, ich würde es überaus gerne verstehen. Und ich vermute, ein Teil der Mannschaft und auch Crawford können Ihre Entscheidung nicht ganz nachvollziehen. Mr. Crawford sieht die Dinge etwas schwarz-weiß, Mr. Chance, aber das werde ich bei Gelegenheit mit ihm persönlich besprechen. Gut, Sie wollen verstehen, warum ich die Dragoon nicht verfolgen ließ von Nassau? Sehen Sie, ich mag im Moment vielleicht nicht auf der Höhe meines Tatendrangs sein, aber ich habe mein militärisches Kalkül nicht verloren. Als wir die Dragoon sichteten, konnte man erkennen, dass es sich um ein Linienschiff mit zwei Kanonendecks handelt. Keine Handelsfregatte, wie wir erst dachten. Aber das würde ja bedeuten... Das würde genau das bedeuten, Mr. Chance. Sie haben mehr Kanonen und mehr Männer als wir. Und auch wenn man mir in manchen Kreisen nachsagen mag, dass ich Wunderkräfte besitzen würde... Ich überlege gern erst, bevor ich mich einem überlegenen Feind stelle. Selbstverständlich, Sir. Wie dem auch sei, Matthew. Wissen Sie, die Dinge sind nicht immer so einfach, wie sie auf den ersten Blick scheinen mögen. Ich habe mich ein wenig umgehört in Nassau. Und scheinbar kommen die meisten der Piraten von der Dragoon aus dem gleichen kleinen Dorf an der Ostküste. Sie haben dort sehr gelitten unter dem letzten Krieg. Viele mussten ihr Handwerk aufgeben, fliehen. Vielleicht sah mancher keinen anderen Ausweg mehr als die Piraterie. Wussten Sie, dass es Piratenschiffe geben soll, auf denen die Piraten ihren Kapitän selbst wählen? Das ist sowas wie Demokratie. Oder wenn ein Mann beim Gefecht sein Bein verliert, dann kriegt er einen festen Anteil von der Beute, um eine Absicherung zu haben. Das ist fast schon fortschrittlich. Aber natürlich ist das keine Ausrede für dieses ganze Piratenzeugs. Das muss unterbunden werden. Ich denke nur, Mr. Chance, dass man ein bisschen mehr nach den Ursachen forschen sollte, statt nur die Symptome zu bekämpfen. Ich denke, ich verstehe, Sir.
Nun, dann sind Sie mir vielleicht sogar einen Schritt voraus, Mr. Chance. Ich denke, Ihre Wache beginnt gleich. Aye, Sir. Ich kann das nicht. Ich will die Piraten nicht verfolgen. Ich will nicht mehr kämpfen. Ich habe schon zu viele verloren. Wer muss als nächstes sterben, weil ich irgendeinen Fehler mache, irgendeine Entscheidung treffe, irgendwas? Mr. Chance vielleicht? Mr. Appletree? Einer von den kleinen Gentlemen? Dieses Schiff? Sie brauchen einen Kapitän, zu dem sie aufblicken können, der sie anführt, inspiriert. Aber ich kann das nicht sein. Wenn ich Mr. Crawford nur sehe, dann muss ich an Mr. Downing denken, meinen ersten Offizier, wenn er meinen Arm stirbt. Sie sehen sich nicht mal ähnlich. Aber Mr. Crawford bräuchte jemanden, der ihn anleitet, der sein Talent erkennt und fördern kann, aber ich kann seine Gegenwart nicht ertragen. Dabei kann er gar nichts dafür. Gott, hol mich hier weg! Ich hoffe, dass wir uns bald mal richtig unterhalten können. Es kommen selten genug neue Leute dazu und eigentlich auch noch nie eine Frau. Ich frage mich, ob du singen kannst. Joe hat mir ein paar Lieder beigebracht, als er zu uns gekommen ist. Und auch, wie man Verbände anlegt. Ich finde es schön, ab und zu was zu tun zu haben. Das ist nämlich sonst nicht so. Eigentlich macht so ziemlich alles Eva, meine große Schwester. Sie ist hier die Kapitänin auf dem Schiff. Joe meint ja, dass sie ihn hasst, aber das stimmt nicht. Sie ist nur vorsichtig und freilassen kann sie nicht. Außerdem hat er selber gesagt, dass er nicht darauf angewiesen ist, dass sich was ändert. Ich bewundere ihn dafür. Er ist mein bester Freund. Vielleicht der Einzige, der wirklich weiß, wie ich bin. Joe hat mir und einigen von den anderen auch das Lesen und Schreiben beigebracht. Die Welt ist ja so groß. Wir haben jetzt auch eine Bibliothek mit 11 Büchern. Das ist fast ein Dutzend. Du hättest mal Severin sehen sollen, als er seinen ersten vollständigen Satz vorgelesen hat. Eine ganze Woche ist er damit rumgelaufen, als hätte er Amerika entdeckt. Aber vielleicht war es ja auch so für ihn. Na jedenfalls, es ist gut so, wie es ist. Ja, ganz sicher. Guck mal, es ist noch so schönes Wetter draußen. Wir kommen bald in Gewässer, wo es oft neblig ist. Sollen wir nicht ein bisschen nach oben gehen? Was meinst du? Na, ihr zwei, es gibt gleich Freds hervorragende Pfannkuchen. Joe, kannst du mal gucken, ob ich das richtig gemacht habe? Ich bin mir sicher, das hast du. Du kannst das. Na, und wann denkst du, dass der Nebel kommt? Ich sag morgen.
übermorgen. Was? Nee, niemals. Dieses Mal krieg ich dich. Davon träumst du. Dieser blöde Nebel. Man hat ja nicht mal vom Fogmaster diesen Dings, Besenmast gesehen. Oder? Ich sag dir den. Wenn du den Gegner vor dir hast, dann musst du ihn einfach kalt machen. Du hast gar keine andere Wahl. Liebt eure Feinde. Das steht in der Bibel. Nee, Besenmast. Ja! Ja, ja, aber wir sind ja auf einem Kriegsschiff. Sollen wir jetzt mit Blümchen und Blaubeerkuchen schießen, oder wie? Nein. Also, wenn die uns angreifen, dann sollen wir uns verteidigen, aber wir sollen, wenn möglich, Frieden halten. Meinst du, dass der Captain deshalb das Schiff nicht verfolgt? Quatsch! Aber, sag mal, den, woher weißt du das eigentlich alles? Das kann man einfach in der Bibel nachlesen. Also, wenn man lesen kann. Frieden. Ja. Ha, ha. Also, im Gegensatz zu dir, kann ich lesen, kann ich schreiben und das Winkel berechnen kann ich. Und zwar korrekt. Frieden. Also, du sagst, man soll auch die Menschen lieben, die einen oder respektieren, die nicht hassen, die einen selber angreifen wollen. Oder nerven. Okay. Du musst echt mal mit Mr. Chance reden. Was? Wieso? Nein, nein, nein. Ich meine nur, weil eigentlich sollte Mr. Chance ja Pastor werden. Aber dann ist seine Mutter gestorben und sein Vater hat ihn einfach auf die Kadettenschule geschickt. Ah ja, vielleicht rede ich mal mit Mr. Chance. Gentlemen? Sir, Mr. Chance, Sir, wir wollten gerade etwas unglaublich Sinnvolles tun, Sir, Mr. Chance. Na, wenn das so ist. Ah, ja, mit dir wollte ich sprechen. Na, wenn das so ist. Geht's ihm gut? Nein, natürlich nicht. Das weißt du doch, oder? Wie sollte es ihm auch gut gehen? Und wenn wir ihn weiter dazu nötigen, so zu tun, als ginge es ihm gut, dann wird er uns daran bald zugrunde gehen, mein lieber Freund. Joe, ich muss dich langsam wieder runterbringen. Mich wieder einsperren. Ach, es ist zu deinem eigenen Schutz. Ja. Komm jetzt. Mann, bitte, Ansgar, bitte. Sperr mich nicht wieder weg. Lass mich einmal mit euch kämpfen. Es geht nicht. Wieso denn nicht? Es tut mir leid, Joe. Ja, ist ja schon gut. Ich gehe schon runter. Was weißt du? Es ist schon okay. Ich sollte mich eigentlich nicht so beklagen. Mir geht's ja gut. Was ist denn los, Fred? Ich muss wirklich durch. Ich kann hier nicht bleiben. Ich bin ein Gefangener. Ich kann nicht einfach machen, was ich will. Ich muss wieder eingesperrt werden. Fred, lass mich los. Das ist nicht lustig. Fred, ich muss wirklich wieder runter. Ich muss nur ein Spiel machen. Eva, sie wird mich umbringen. Lass mich los, Mann. Ich kann einfach nicht mehr. Na endlich. Schrei, Mr. Du warst am Ertrinken, Mr. Joe. Du hast nicht mehr um Hilfe geschrien. So ist das, wenn man kurz vor dem Ertrinken steht. Man kann nicht mehr schreien. Du kannst nicht die ganze Flut deines Schmerzens in deinem Herzen einschließen. Und deshalb lass es raus, Mr. Joe. Weinen kann heilen helfen. Ich weiß, du klammerst dich an Gott fest und lässt ihn nicht. Trotz all dem Leid und Wahnsinn, das dir widerfahren ist. Du hast so viel verloren, Mr. Joe, so viel. Du bist lebenslänglich als Gefangener bei uns an Bord. Keiner von uns kann das verstehen. Und deshalb klage, Mr. Joe. Lass dein Herz wieder atmen. Während du hier Jahr aus, Jahr ein mit uns als Gefangener an Bord warst, hast du so viel verändert.
Du bist ein wahrer Josef der Bibel, der als Sklave und Gefangener Gottes Segen zu den Menschen brachte. Du bist ein wahrer Daniel, der nicht mehr nach Hause konnte und trotzdem allen Menschen nur Gutes wollte und es ihnen auch tat. Weil du bist, wie du bist, Josef Daniel. Du bist viel freier, als es die meisten von uns je verstehen werden. Hab keine Angst, Mr. Joe. Dein Gott wird dir noch helfen. Schon bald. Fürchte dich nicht. So, jetzt können wir gehen. Frederick, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich glaub das nicht. Ich glaub das einfach nicht. Mach doch endlich die Augen auf, Matthew. Mach doch die Augen auf. Du musst auch sehen, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Keinen anderen Ausweg? Ich bitte dich. Es gibt immer einen anderen Ausweg. Nein, 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 nein. Und außerdem ist es jetzt eh zu spät. Bitte. Ich flehe dich an. Halt. Willst du mir etwas sagen, dass es jetzt schon passiert? Warum hast du nicht mit mir geredet, Frederick? Das wollte ich doch, Matthew, das wollte ich doch. Aber immer, wenn ich zu dir gekommen ist, wenn ich mit dir sprechen wollte... Dann lass uns jetzt reden. Hör mir doch einfach zu, Matthew, hör mir doch zu. Nein, du hörst mir zu. Wir werden gemeinsam zu ihm gehen. Es muss eine andere Lösung geben. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Und der Wahnsinn muss aufhören. Also, wo stehst du? Frederick, nein. Wir sind vernünftige Menschen. Und es muss eine andere Lösung geben. Es tut mir leid. Sir, Mr. Chant, Sir, Mr. Chant, Matthew. Was? Wo? Was passiert, Matthew? Was ist los? Was passiert ist? Oh Gott, steh uns bei. Was, Matthew, was? Edmund, Crawford, er hat mich niedergeschlagen. Was? Er will meutern. Er ist der Meinung, der Captain kann sein Kommando nicht länger ausführen. Was? Aber was sollen wir tun? Was? Edmund, hör mir zu. Es darf nicht zu dieser Meuterei kommen. Hörst du? Ja. Was soll ich tun? Laufen Sie, Mr. White. Laufen Sie. Und wenn Sie Weston Wakefield in die Finger kriegen, laufen Sie mit ihnen zum Captain und warnen Sie ihn. Ja, okay. Und Sie, Sir? Ich komme zurecht. Ich bewaffne die restlichen Marinesoldaten und wir werden uns beim Captain treffen. Jetzt laufen Sie. Laufen Sie, Mr. White. Aye, Sir. Habt ihr es gehört? Sir? Sir, ich sehe mich gezwungen. Mr. Crawford! Piraten! Piraten! Bei mir kannst du
sicher sein. Joe? Und Ansgar? Ansgar? Er war hinten bei Locke. Den hat's erwischt. Aber ich kann mich nicht vorstellen, dass Ansgar da heil rausgekommen ist. Männer! Was ist hier los? Wir müssen kämpfen! Ihr Feiglinge! Der Kanonentreffer von der Navy hat das halbe von unserer Batteriedeck zerfetzt. Und der hat die Beine fast weggerissen, du Hornochse. Die haben das Pulver fast getroffen. Und das hätte da gar nicht sein dürfen. Mr. West! Mr. West! Geht es Ihnen gut? Mr. West! Edmund! Edmund! Nein! Tu mir das nicht an! Edmund, bitte! Nein! Mr. Crawford ist tot. Kommen Sie mit. Mr. Wilde, können Sie laufen? Mr. West, stützen Sie ihn. Los. Und Sie werden mir alles erzählen. Los, 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 los. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Ich habe alles perfekt vorbereitet. Sie haben uns nicht kommen sehen können. Also woher wussten Sie, dass wir kommen? Wie konnten Sie gefechtsbereit sein? Diese Navy-Narren sind so berechenbar. Ich wusste genau, wie ihr Kurs verläuft. Ich wusste genau, wann der Nebel kommen würde. Und ich hatte den Captain genau im Visier. Dieser Plan konnte gar nicht scheitern. Sie konnten unmöglich mit gezückten Waffen an Deck bereitstehen. Sie konnten unmöglich mit geladenen Kanonen auf uns warten. Also warum war es genau so? Ein Verräter? Hier an Bord? Joe. Er muss es irgendwie geschafft haben. Oder vielleicht Joe. Und selbst wenn du es nicht warst, du wirst erfahren, was es heißt, über die Finstere zu reizen. Joe. Oh, wir haben Besuch. Und sogar jemand ganz Besonderes. Ein Offizier der La Frolante, wie reizend. Hat der Captain Sie geschickt, mir seine Aufwartung zu machen? Zieht ihm die Jacke aus. Ich bin neugierig. Ihr müsst mir unbedingt ein paar Fragen beantworten.
Von mir will er nichts erfahren. Ich habe keine Angst zu sterben. Schön. Ich habe auch keine Angst vor deinem Tod. Aber wie gesagt, ich bin neugierig. Ein Piratenschiff, das ein Kriegsschiff angreift, das geht doch nicht. Wir sind doch die Jäger, wir sind die Angreifer. Das ist so eine verkehrte Welt, worauf kann man sie jetzt noch verlassen? Ich habe Dylan und Toby unter Deck geschafft, wie Matthew gesagt hat. Und dann kam der Befehl zu feuern und dann ging alles so schnell. Es gab eine riesen Explosion, wir sind durch die Luft geflogen. Ich habe mich nur irgendwie auf Toby geschmissen, um ihn zu schützen. Toby lebt. Er ist wach. Er hat mich nach Mr. Crawford gefragt. Ich habe ihm gesagt, dass er tot ist. Er war ja eh nie nett zu Toby. Und dann hat er angefangen zu weinen. Und er hat gesagt, Edmund, verstehst du nicht? Er ist tot. Ja, er hat recht, er ist tot. Dylan, hörst du? Toby wird durchkommen. Ihm geht es gut. Die Meuterer, sie sind alle festgesetzt, entwaffnet. Es ist alles vorbei. Es ist alles wieder gut. Es war gar nicht so, wie du erzählt hast. Was? Das mit dem Kämpfen, das ist überhaupt nicht toll. Geht es ihm gut? Nicht wirklich. Sein Fieber ist viel zu hoch. Vielleicht müssen wir ihm den Unterschenkel abnehmen und dann das Beste hoffen, aber das werden wir dann in ein paar Stunden erfahren. Puh, ja. Ach, du mein. Sir, wie heißen Sie? Frederick! Ah! Ah. Fred. Die Wunde hier am Kopf, die ist nicht schlimm, aber die hier am Arm. Sie wissen das besser als ich. Sie sind Krankenschwester. Ich bin Krankenschwester. Die Splitter sind noch drin. Ja. Alle bis auf Fred, Ria und Joe raus jetzt. Wir brauchen hier Ruhe. Sir, ich werde Ihnen den Dreck und die Splitter rausnehmen müssen, sonst riskieren wir eine Blutvergiftung. Ja? Keine Angst, Sir. Ihnen wird nichts passieren. Okay. Ich kümmere mich um Sie. Das passiert mir heute schon zum zweiten Mal. So, Sir, es tut mir sehr leid. Aber das wird jetzt vermutlich wehtun. Reicht es nicht endlich? Ist es nicht endlich genug? Meuterei? Piratenüberfall? Mein Ostoffizier tot schon wieder? Ist das dein Ernst? Ich hab das alles nicht. Ich wollte das alles. Ich dem aus dem Weg. Ich kann so nicht weitermachen. Hier fällt alles zusammen, wenn ich das Ruder nicht mehr in die Hand nehme. Aber wie? Wie? Es raubt mir alle Kraft, es bringt mich um den Verstand, ich brauche Hilfe! Sir? Mr. Chance, was soll ich tun? Sir? Was soll ich tun, Matthew? Sir, ich verstehe nicht. Ich weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Also, sagen Sie nicht, Sie würden es ebenfalls sehen. Sie sagten mir... Etwas muss sich ändern, also sagen Sie mir das. Was, Mr. Chance? Sir, ich weiß nicht. Was soll ich tun? Sir, Sie sagten mir einmal,
dass man mit Gottes Hilfe alles tun kann. Ist das Ihr Ernst, Mr. Chance? Ich bitte Sie um Rat und Sie tun nichts anderes, als meine alten Weisheiten aufzuwärmen, mir vor die Füße zu werfen? Ist das Ihr Ernst? Schauen Sie sich fort! Raus! Raus mit Ihnen! Nein, warten Sie! Stopp! Es tut mir leid. Früher, Mr. Chance, früher, da habe ich das geglaubt, dass Gott mich bewahrt, dass er einen Weg für mich hat, dass er mich führt, dass er immer da ist. Und das war auch leicht, als alles gut war. Aber inzwischen sehe ich das nicht mehr. Inzwischen habe ich das Gefühl, Gott hat mich verlassen. Oder er war vielleicht nie da und alles war reiner Zufall. Aber verzeihen Sie, Sie wollten etwas sagen. Was war das? Ich habe Sie unterbrochen. Sir, wovon Sie da sprechen? Das ist kein wahrer Glaube. Wenn Gott Sie verlassen hat, als Sie Beweise aufgehört haben und Erfolg und Wunder, Sie einfach nicht mehr da waren. Ich weiß, das ist kein wahrer Glaube. Sie haben ja recht. Ich weiß, es ist auch gar nicht das Problem, Mr. Chance. Nein, darum geht es gar nicht. Ich verlange nicht, dass das jeden Tag eitel Sonnenschein ist. Nein, aber in all dem Leid der letzten Jahre, in all den schrecklichen Dingen da sehne ich mich nach so einem kleinen Zeichen der Hoffnung, so einem kleinen Wort, das mir sagt, ich bin noch bei dir. Ich habe dich nicht verlassen. Vertraue weiter, halte durch. Das würde alles so viel einfacher machen, Mr. Chance. Aber ich sehe das nicht, ich höre das nicht und da kann ich noch so oft in der Bibel lesen, ich bin bei euch alle Tage. Sehen Sie, die Meuterei, der Piratenüberfall, Mr. Crawfords Tod, all das heißt für mich, Gott hat mich verlassen. Nein, im Gegenteil. Was? Der Piratenangriff. Schrecklich. Aber haben Sie Ihr Ziel erreicht? Konnten Sie uns entern oder versenken? Nein. Warum nicht? Weil unsere Meuterer mit gezogenen Waffen an Deck standen und die Angreifer direkt abwehren konnten. Ja, es gab Verletzte und Tote. Aber die Piraten konnten ihr Ziel nicht erreichen. Sir, Toby Wakefield lebt. Und Edmund, Mr. Wild lebt auch. Ich kann nicht anders, als in alledem Gottes Handschrift zu erkennen. Nein. Tatsächlich, so habe ich das Ganze noch gar nicht gesehen, aber... Aber was ist mit Mr. Crawford? Warum musste das geschehen? Sir, das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Ja. Aber... Wenn Gott mich nicht verlassen hat, wenn er mich nicht verlassen hat, dann kann ich das alles jetzt ertragen. Das alles endlich loslassen. Danke, Matthew. Danke. Sir. Sir, was geschieht jetzt mit den Meuterern? Was würden Sie vorschlagen, Mr. Chance? Ich habe mit einigen von Ihnen gesprochen. Und die wenigsten hatten böse Absichten. Es waren Gerüchte und Tuscheleien, die den Nährboden für alles gegeben haben. Wenn man ihnen die Möglichkeit geben würde, einzulenken. In Würde und ohne das Gesicht zu verlieren. Ja, ich glaube, ich verstehe, was Sie sagen wollen, Mr. Chance. Nein. Nein, ich bin nicht bereit, heute auch nur einen weiteren Mann zu verlieren. Also werde ich den Männern erklären, warum das passiert ist, was passiert ist. Die Missverständnisse aufklären. Ich werde ihnen sagen, dass ich ihnen kein guter Kapitän gewesen bin. Und auch warum das so war. Aber das ist jetzt vorbei. Die Zeiten ändern sich. Wir werden wieder hart an den Wind gehen und endlich unseren Auftrag erfüllen. Und jeder, der unter diesen Umständen eine Meuterei nicht mehr für notwendig hält, ist in meinen Augen niemals ein Meuterer gewesen. Ja. Was denken Sie, Mr. Chance? Ja? Dann rufen Sie die Männer auf dem Hauptdeck zusammen. Aye, Sir. Thank you.
sind das alle Kräuter. Also Baldrian haben wir, aber Weidenrinde wäre jetzt hervorragend. Und wenn wir haben... Und Kurkuma haben wir auch. Ja, also der hier wird wohl jetzt eine Weile weggetreten sein und der auch. Sipferin. Gut, dann geht Fred. Komm, Ansgar. Tante Anna? Es tut mir so leid. Tut mir so leid. Was denn? Was ist denn, Joe? Was ist denn? Na, dass ich so umgezogen war und das... Du hast doch jetzt nicht all die Jahre... Ach, mein Joe. Ich habe immer nach dir Ausschau gehalten. Und ich habe mich immer gefragt, was ich hätte tun können, wie ich dich hätte schützen können. Warum ich dich weggeschickt habe. Und dann habe ich dich verloren. Nein, Tante Anna, wenn sich jemand Vorwürfe machen muss, dann ich. Schau uns an. Da treffen wir uns nach all den Jahren wieder. Und was machen wir? Ach, mein Kleiner. Mein Kleiner. Ein junger Mann bist du geworden. Schau uns an. Lieber Gott, ich danke. Sir, willkommen zurück. Haben Sie gut gemacht mit Reden. Sie haben diesmal keine Person verloren, sondern eher gewonnen. Dazu den Respekt und das Vertrauen wieder. Gott, dein Vater ist dein Licht, sei ganz still und fürcht dich nicht. Gott, dein Vater ist dein Licht, sei ganz still und fürcht dich nicht.